Ah, es braucht aber noch viel mehr, um mich zu verletzen. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns richtig kämpfen. So, der buddelt sich. Arg. Du suchst Streit oder was? Dann nimm das hier. Mist, ihn zu verfolgen ist gleich so schon leicht. Ich habe ihn getroffen. So, Treffer. Ah, ich verstehe das einfach nicht. Wie kannst du gegen unseren besonderen Staubwolkentrick ankommen? Hey, hast du genug davon? Der hartköpfigen Armee? Das sollte ja eine Lehre sein. Leg dich nicht mit den Göttern an, Maulpatte. Verbrechen zahlt sich nicht aus, merkt ihr das? Ich erwarte von euch Jungs, dass ihr von jetzt an ehrlich seid. Hm. Ich kenne den Unterschied zwischen richtig und falsch. Es ist nur, ich war einsam. Ganz egal, wie lange ich hier unten warte, niemand kommt vorbei, um mich zu besuchen. Darum habe ich mich so verhalten. Ich wollte nur Aufmerksamkeit bekommen, das ist alles. Bitte, weißes Hündchen, willst du mein Freund sein? Ich verspreche, ich werde mich von jetzt an auch anständig benehmen. Ehrlich. Du bist genau das, was ich brauche, Hündchen. Wenn du hier bleibst, dann bin ich nicht mehr einsam. Das wird von Minute zu Minute seltsamer. Schluchz, ich weiß, ich sollte meine Gefühle nicht so offen zeigen. Ich werde wieder den Untergrund kriegen und meine Tränen alleine vergießen. Nun, ich schätze, dass wir dann wohl auf Wiedersehen. Du wirst doch bald mal wieder vorbeikommen und mich besuchen, oder, Hündchen? Jo. Wir haben die Tasse wieder. Man kann also so dick zeichnen. Habe ich auch nicht gewusst, dass man mit der rechten Maustaste dick zeichnen kann. Hm? Ja, bevor wir uns um das Dämonentor kümmern, geben wir dem mal erst seine Vase zurück. Oder seine Tasse. Hey, das ist meine geliebte Teetasse. Und wenn nicht, hast du sie von den Unheilstiften Malwürfen für mich zurückgeklaut. Gegeben Teetasse. Danke dir, das ist mein Glücksbringer für ein gutes Geschäft. Nun eine gute Tat verdient Dankbarkeit. Hier, erhalten goldener Pilz. Nun, was denkst du? Ganz schön beeindruckend, was? Ein Kunde gab ihn mir schon vor einer Weile als Bezahlung. Er hat seine göttliche Aura, ich hatte keine Idee, was ich mit ihm machen soll. Aber jetzt ist er dein Hündchen, du kannst mit ihm machen, was du willst. Das Geschäft war gut, seitdem du mir die Teetasse zurückgegeben hast. Sie wurde von einem berühmten Töpfer vom Shinso-Feld hergestellt. Ich habe sie, seitdem ich dieses Geschäft eröffnet habe. Ich kann ohne sie nicht weitermachen. Mysteriöser Matsutake-Pilz, der Gerichte verbessert. Ah. Da ist noch Bambus. Komm, Hapa Hapa. Da ist auch noch ein bisschen was zu essen. So, das ist Dämonentor. So. Gut, jetzt bist du dran. Au. Davon wollte ich mich eigentlich nicht treffen lassen.
Gut. Ja, nur grün, weil ich getroffen wurde und das Vieh nicht so schnell totgekriegt habe, wie ich es gerne totgekriegt hätte. Aber wenigstens ist das alles hier schön grün. Was zur Hölle? Tiger? Mögt ihr Fisch? Nein, die mögen Fleisch. Großer Tiger wird von kleinem Wolf gefüttert. Da waren die Entwickler übrigens ein bisschen faul. In den Cutscenes hat man nämlich immer den Spiegel auf dem Rücken, also den Standardspiegel. So. Das können wir zerschneiden. Dort ist Solarenergie drin. Noch mehr, was wir zerschneiden und zerhacken können. So. Ist die Frage, will ich nochmal nach oben? Also da nach oben. Da muss ich durch das Tor da hinten. Das dürfte aber eigentlich auch kein so großes Problem sein. Auf jeden Fall finde ich hier unterwegs. Nein, das wollte ich nicht. Aber gut zu wissen, dass wir auch die Kamera steuern können. Wenn wir hier drin sind. Oh, Füchse. Ihr mögt doch sicher Fisch, oder? Nein. Auch Fleisch. Alles nur Fleischfresser hier. Können nicht alle so wie Amaterasu sein und Dämonen fressen? Ja, ich finde es echt ein bisschen schade, dass mein Okami Let's Play eigentlich fast keine Aufrufe hat. Teilweise sogar gar keine, die folgen. Ich habe nämlich echt Spaß an dem Spiel. Oh, es wird dunkel. Hier kann ich auf jeden Fall ein Kleeblatt ausgraben. Ach ja, waren am Anfang des Feldes nicht noch irgendwo dunkel? Ne, halt, hier oben waren dunkle Bäume. Ach, wieder Samen. Und wieder eine brennende Kiste. Hey, was ist mit dieser Schatzkiste? Ich will, da ist irgendwas Nettes drin. Ja, wir können sie nur nicht aufmachen, weil sie brennt. Genau wie diese Schatzkiste hier. Es schreit gerade eigentlich zu nach Backtracking.
So, ein Dämonenzahn. Und noch ein Dämonenzahn. Jo. Mehr Geld für uns. Ne, bringt alles nichts. Hi, du da. So, zwei Dämonenzähne, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, da war leider kein Dritter mehr dabei. Genau. Bäume geben Nahrung. Kann ich hier auch aufblühen lassen? Nö, du bist einfach nur schwarz da oben. So, ihr mögt Grünfutter, das weiß ich. Und ich weiß nicht, ob wir schon die Hirschanimation jetzt durchgelaufen lassen haben oder ob wir sie einfach nur geskippt haben das letzte Mal aus Versehen. Deswegen lasse ich sie einmal durchlaufen. Punkte. Oh. Was kostet es? 200, okay. Na komm, ich will den Baum blühen lassen. So, es ist noch Nacht. Es war Nacht. Ja gut. Aber wir sind hier oben eh fertig. Also abwärts. Einmal speichern. So. Und dann gehen wir mal. Achso, Tiger. Ich dachte jetzt gerade schon, warum grunzen Wildschweine hier in der Gegend? Ah, das ist ja die komische Art des Tigers, Hallo zu sagen. So, hier runter wollen wir. Hey, yo, boing. Ha! Zungenschneider? Ich habe gerade noch etwas Leckerem gesucht, dass ich in meinen Topf tun kann. Du wärst genau passend für... Du kleiner Köter. Die böse Frau Zungenschneider. Du wirst schon ausreichen, bis mein Ehemann uns ein großes Tier fängt. Du musst dich ja nach dem Tod sehen, du dummer Köter. Ja. Was ist das für eine Irre?
Hier, ich habe eine Bombe für dich. Oh. Weg von dem Topf weg, Leute, der riecht ja ekelhaft. Ja, was ist mit dieser Irren da draußen los? Was machst du schon wieder hier, du Köter? Diesmal musst du mir nicht so leicht entkommen. Ja, nein, eigentlich nicht. Oh, ich kann sie eintinten. Komm, ich will dich mit Tinte beschmieren. Ja, gut. Was steht denn auf ihrem Schild? Das Zungenschneiderhaus. Fremde nicht willkommen. Okay. Ich hab doch gerade wieder was bellen gehört. Zum Dorf Kusa geht's da oben lang. Ja, ich ignoriere mal gezielt die Gegner-Mobs. Kein Wasser hier. Und das da unten ist ein Sumpf. Ja. Ist die Frage, was ist hier? Zum Sassator. Legenden erzählen von einer wundervollen Zuflucht, die diejenigen erwartet, die rein herzens dieses Tor durchschreiten. Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich mit ihm rede hier, diese Wand zu schieben, ist ermüdend. Ah, hast du auch diesen Geruch wahrgenommen, Hündchen? Der Geruch des geheimen Platzes, den nur die mit reinen Herzen betreten können. Der Geruch der Sasserzuflucht. Jeder, der versucht, dahin zu kommen, verläuft sich hier, aber das heilige Tor da muss ein Hinweis sein. Das muss dieser Ort sein und das bleibt unter uns, aber die Sasserzuflucht ist, wo all die Spatzen leben, stimmt's? Nun, ich habe eines dieser jungen Spatzenmädchen von hier kommen sehen. Deswegen bin ich so sicher, dass die Zuflucht hier irgendwo sein muss. Ja. Ich habe eins der jungen Spatzenmädchen hier rauskommen sehen. Deswegen bin ich mir sicher, dass die Zuflucht irgendwo hinter diesem Felsen ist. Ich frage mich, wo das kleine Mädchen hingegangen ist. Ich hoffe, sie ist nicht in die Nähe von diesem gemeinen alten Ehepaar gegangen. Ist aber auch egal. Ich muss den Eingang zu dieser Zuflucht finden. Hm. Okay, dann gucken wir noch auf das Schild da vorne. Oh, erstmal graben wir wieder lecker Bambus aus. Ach komm, erstmal die da loswerden. So.
Gut. Jetzt gehst du auf. Du gehst auf. So. Jo, das kann sich sehen lassen. Rechts zur Sasserflucht, geradeaus zur Zugbrücke. Mhm.